Hallo YouTube, was geht? Heute zeige ich euch mal ein kleines Infovideo zu Fahrradtipps. Die Crossy Road Serie breche ich einfach ab. Es gibt auch sehr viele Videos, wie man die anderen Charaktere bekommt. Und da dieser Kanal ja sehr abwechslungsreich sein soll, habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Fahrradtipp-Video oder eine Serie eher gesagt. Da es ja jetzt warm wird und viele mit dem Fahrrad unterwegs sind, braucht man natürlich auch ein gescheites Schloss. Wie man hier sehen kann, ist das ein Arbus Bordeaux. Und ja, was könnte man da schon machen? Was sollte das für ein Tipp sein? Ja, zunächst mal gibt es vielleicht nach dem Kauf Probleme, wie man diese einzelnen Teile, die man knicken kann, hin und her bewegen kann. Also das ist ein Faltschloss. Da könnte es durchaus schon zu Problemen kommen, dass man das ganz einfach sehr schlecht hin und her bewegen kann, was ich hier auch schon hatte, aber auch wieder behoben habe. Und das zeige ich euch einfach, wie das geht. Man kann da Öl nehmen. Ich würde da jetzt Universalöl nehmen. Ich würde da Ballistol nehmen und dafür ein bisschen dran sprühen. Dafür gibt es so ein Teil hier, so ein Röhrchen. Das steckt man dann einfach da vorne drauf, wo man sprüht, damit man den Strahl gezielt drauf bringen kann. Dann schüttet man das ein bisschen, nimmt es so und sprüht hier ein bisschen rein. Da ich das schon gemacht habe, brauche ich das jetzt nicht mehr machen. Ein bisschen, ein paar Mal hin und her bewegen. Und dann passt das auch schon wieder. Der Rest, der überschüssig ist, den kann man dann einfach mit einem Tuch, also in einem alten Lappen, ganz einfach abwischen. Und dann ist das in Ordnung. Das Ballistol sehr hautverträglich und da ist es nicht schlimm, wenn da was auf die Haut von kommt. Ja, das war's schon zu diesem kurzen Infovideo. Jetzt könnt ihr das Schloss wieder einwandfrei verwenden und alle einzelnen Teile lassen sich wieder einwandfrei hin und her bewegen. Nun ist das Schloss wieder einsatzbereit. Zusammenfalten. Und fertig ist das Schloss. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.